Hi, schön, dass du da bist zum Fragendienstag. Diese Woche wieder eine tolle Frage und die müsste ich einfach beantworten. Ich sage jetzt euch warum. Erstmal lese ich die Frage vor. Hattest du mal im Leben eine depressive Phase? Wenn ja, wie bist du da raus? Gerade so hier auf Instagram, wo jetzt Menschen so wie ich, ja, wenn du jetzt mich nicht kennst und schaust du jeden Morgen so meine Story und dann denkst du, wow. Der hat ein geiles Leben, der ist ja richtig glücklich und so, der ist niemals traurig und hat niemals ein Problem. Also bevor ich jetzt die Frage beantworte, möchte ich nur eins sagen. Ich habe immer noch meine Probleme. Ja? Ich kämpfe fast jeden Tag mit negativen Gedanken. Jeder von uns hat sein Problem. Ja? Der eine denkt, der ist zu wenig. Die eine denkt, dass sie eine Frau und deswegen wird sie nicht schaffen. Der andere denkt, der ist Ausländer. Der eine denkt, der ist zu dick und so. Und so machen wir uns durch unsere Gedanken den Tag nieder. Und mein Problem, ich gebe es zu, sind negative Gedanken. Ja? Meine Gedanken sagen mir, wenn ich nicht drauf achte, dass ich unglücklich bin. Ja? Und egal, was ich mache, egal, was ich tue, dann kommen da diese Gedanken immer wieder zu mir, die mir sagen, du bist unglücklich, du brauchst noch irgendwas, um glücklich zu sein. Heute bin ich einen langen Weg gegangen und weiß ich, wie ich mit diesen Gedanken umgehen kann. Es war aber nicht immer so. Und zu deiner Frage jetzt, ich hatte depressive Phasen, nicht eine Phase. Eine der schlimmsten hatte ich, als ich 20 Jahre war und damals bin ich, glaube ich, einen Monat habe ich nur durchgeschlafen. Nur geschlafen, also nichts anderes. Das Leben war nicht mehr interessant. Ich wollte nicht mehr, und also ich hatte wirklich sehr gute Freunde, meine Familie hat mich geliebt und so, aber ich wollte mit keinem reden damals. Also einen ganzen Monat, ja. Ich schlafe, esse und schlafe. Mehr nicht. Nichts mehr am Leben. Und ich weiß nicht, wie ich dann damals rausgekommen. Das war aber nicht die letzte Phase. Eine der letzten Phasen war jetzt 2019, war auch wieder eine schwere Phase. Und über diesen Weg habe ich immer wieder gelernt, wie ich mit meinen negativen Gedanken, mit meinen Depressionen umgehen soll und das Leben genießen kann. Eine von den Sachen, die ich gelernt habe, dass das Leben folgt universelle Gesetze. Ja? Das sind so wie die Gesetze von zum Beispiel der Gesetz der, wie heißt das? Fällt mir jetzt nicht mehr ein, ja, von Newton halt, ja, mit dem Apfel und so. Sorry, Schwerkraft. Ob es dir gefällt oder nicht, es gibt halt Schwerkraft und im Leben gibt es Gesetz der Rhythmus zum Beispiel. Und Gesetz der Rhythmus sagt, dass das Leben hat einfach verschiedene Phasen. Ja? Also manche tief und manche sind hoch. Und wenn du heute im Hoch bist, dann wird es auch ein Tief kommen. Wenn du heute im Tief bist, dann wird ein Hoch kommen. Und so wird es auch immer wieder mal oben, mal unten. Also es ist zu erwarten, dass du auch schwere Phasen hast. Das ist so eins von den Sachen, die ich gelernt habe und die einfach die tiefen Phasen abdämpfen. Wenn es eine schlechte Phase ist, dann wird es auch besser werden, ja? Weil du halt jetzt ganz tief bist, dann geht es jetzt nach oben. Eine von den anderen Sachen, die ich gelernt habe, ist einfach, meistens bist du traurig, weil du irgendwas nicht akzeptierst oder weil dir irgendwas nicht gefällt. Es hört sich komisch an, aber sobald du die Sache akzeptierst, die du nicht akzeptierst, innerlich, geht es dir besser. Zum Beispiel, ich habe immer wieder mit mir zum Beispiel gekämpft, ja, und wollte immer der Beste sein. In manchen Momenten könnte ich einfach nicht der Beste sein. Und das hat mich depressiv gemacht, ja. Wenn ich nicht der Beste war, dann war das richtig traurig. Und das sind einfach lügende Gedanken, ja. Warum musst du der Beste sein, um glücklich zu sein? Das hat nichts damit zu tun. Und du wirst auch
Wenn du jetzt in einem Umfeld der Beste bist, ja, dann bist du in anderen Umfelden nicht der Beste bist. Und was hat das damit zu tun? Leistung hat nicht mit Glück zu tun. Glück trägst du in dir. Das kann dir keiner geben. Das kann dir keine Leistung geben. Du kannst nichts erreichen. Ich weiß es, weil ich jahrelang verlangt habe und gedacht, wenn ich das kriege, werde ich überglücklich sein. Ich habe es gekriegt und war wieder depressiv. Also es bringt nichts. Ja, Glück ist drin. Also Akzeptanz, die Sache wirklich zu akzeptieren. Was mir auch geholfen hat und jetzt, was ich hier zuletzt erreicht war das beste Buch zum Thema, was ich gelesen habe, mit einer Menge an Tipps und Tricks, wie du damit umgehst. Also erstens, was ich dir geben wollte, ist, ja, es wird passieren, es passiert mir und es passiert allen, die du siehst. Der Unterschied ist, wie man so damit umgeht. Manche Menschen wissen, wie sie damit umgehen. Also heutzutage weiß ich, wie ich mit meinen negativen Gedanken umgehe. Ich habe keine Phasen, ich habe Momente, wo ich depressiv bin, aber das dauert nicht lange, das dauert nicht mal einen Tag. Ich glaube, ich bin vielleicht jetzt bei Stunden oder weniger. Ich hoffe, dass ich so, ich weiß nicht, kann sich verändern, aber momentan bin ich, glaube ich, bei Stunden. Nee, weniger als Stunden. Es ist auch einfach, wenn du im Moment lebst. Das ist ganz einfach, ja. Alles, was vorhin passiert, ist nicht mehr da. Alles, was jetzt ist, ist jetzt. So, das Buch, was ich jetzt, wovon ich euch erzählen wollte, und jetzt ist es umgekehrt. Also, aber ich zeige es euch nochmal trotzdem. Sorge dich nicht lebe von Dale Carnegie. Das Buch kann ich euch auch nur aufs Herz legen. Wenn du schon Probleme hast mit negativen Gedanken, mit Depressionen, lese einfach das Buch. Das sind alle möglichen Tricks der Welt, die praktischen Tricks und Tipps. Jetzt nicht so irgendwelche komischen Sachen. Ja. Das ist alles praktische Sachen und praktische Geschichten. Das ist, was ich an Dale Carnegie liebe. Dale Carnegie erzählt ja Geschichten von echten Menschen. Und eine oder zwei von denen werden sehr ähnlich sein zu deiner Geschichte. Und die werden dir auch dabei helfen. Also, das Buch kannst du lesen. Du kannst gleich auch die Sache akzeptieren. Und dadurch wirst du auch besser. Und du kannst auch die Erkenntnis, auch an erster Stelle ist auch sehr wichtig, die Erkenntnis, das Glück ist in dir. Das hast du schon. Du kannst niemals glücklich werden. Du bist schon glücklich. Du weißt aber vielleicht nicht, wie du jetzt mit deinen Gedanken umgehst, wie du da so richtig denkst. Aber gut, das darfst du lernen. Bitte schön. Du bist jetzt hier und hast du schon was auf die Hand gelegt? Ey, warte mal. Ach genau. Zwei noch kleine Tipps. Ja, ich habe ein Reel vor ein paar Tagen oder gestern von Amy Cuddy geteilt. Schau dir das Video an auf YouTube von Amy Cuddy und was sie über Körperhaltung sagt. Ja, also du kannst auch dich selber depressiv machen, indem du eine depressive Haltung nimmst. Das ist sehr wichtig auch. Und dann auch drüber reden. Das ist einer von den Tipps, von denen Dale Carnegie in seinem Buch redet. Ja, wenn du mit Menschen redest. Also jetzt heutzutage rede ich jetzt nicht drüber auf Instagram, wenn ich jetzt negative Gedanken hatte oder eine tiefe Phase habe, weil ich will diese Energie nicht verteilen, ja, weil die Energie, die du in die Welt freisetzt, kommt zu dir zurück. Und so eine Energie will ich nicht in die Welt verteilen. Allerdings rede ich auch trotzdem drüber mit meinen guten Freunden. Weil meistens, wenn das so rauskommt, geht es dir auch einfach besser und du gewinnst auch gleich eine neue Perspektive. Und meine guten Freunde, die werden mir auch gleich sagen: Ey, das ist völlig Quatsch. Und es ist meistens Quatsch. Deine negativen Gedanken sind meistens Quatsch. Also, vielen Dank für die Frage. Ich hoffe, dass meine Antwort dir geholfen hat und bis zum nächsten Dienstag. Ciao.